Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Evil Within. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir ja so mehr oder weniger ein wenig mehr erfahren, wo wir sind. Na, eigentlich haben wir es nicht erfahren. Ich weiß auch gar nicht, ob die Klinik mit der netten Krankenschwester die Realität ist oder ob das hier die Realität ist. Aber das spielt ja auch gar keine Rolle. Wir machen jetzt erstmal weiter. Und er könnte die Tür echt noch langsamer aufmachen. In der Zeit können wir uns ein paar Brötchen aufbacken. Aber wo muss ich jetzt lang? Das ist die Frage. Der nette Sebastian hat ja hier diese schöne Laterne gefunden. Damit leuchten wir in der Dunkelheit wie ein Glühwürmchen. Für die Untoten, die sich hier befinden, sind wir damit natürlich ein gefundenes Fressen. Daher mache ich die Lampe auch mal wieder aus. Und dann schauen wir doch mal, was uns jetzt erwarten wird. Oha. Da vorne hätten wir auch schon die ersten. Der eine muss mal dringend auf Toilette. Der ist ganz schnell da in das Klohäuschen gerannt. Und der eine steht jetzt draußen und klopft dagegen. Der möchte natürlich auch rein. Der muss anscheinend dringend. Aber an diese zwei netten Herren werden wir uns natürlich anschleichen. Die Frage ist, ob ich das so einfach machen kann. Leider nicht. Schleichangriffe, R1 plus X, okay. Aber für diesen Schleichangriff darf man natürlich auch nicht in unsere Richtung gucken. Und so wie er sich umdreht, schnappe ich mir den Typen. Ich glaube, das ist jetzt eine gute Gelegenheit. Ich renne mal ein bisschen schneller. Und dann schleiche ich mich mal an. Und schnapp mir den jungen Mann. Ich würde sagen, bei dieser Aktion ist ihm einiges durch den Kopf gegangen. Hat der noch was? Nee. Leider können wir auch nicht anzünden, da wir keine Streichhölzer haben. Das ist echt schade. Ich hätte gerne mal wieder ein Barbecue veranstaltet. Aber jetzt gucken wir doch mal, was der Typ hier drin macht. 4 Schuss hätte ich noch in der Waffe, okay. Darf ich auch mal auf die Toilette? Ist hier besetzt? Hier ist gar keiner drin. Wo ist der Typ hin? Ach, der ist wahrscheinlich hier aus dem Fenster gesprungen, wa? Da rennt er weg. Kontextabhängige Aktionen. Klettere über Hindernisse und irgendwas. Ja, so schnell war ich jetzt natürlich auch nicht mit dem Lesen. Jetzt wollte ich mal wieder was vorlesen und ich darf es nicht. Aber naja, egal. Aber immer gründlich umgucken. Denn einige Sachen können wir auch kaputt hauen. Und man sollte auch immer mit der Kamera das ein oder andere Mal hin und her hantieren. Manchmal liegt sicherlich auch irgendwas in einem Karton oder in einer Kiste, was wahrscheinlich auch dasselbe ist, aber whatever. Da hinten rennt ein Lagerfeuer. Ich denke mal, Sebastian ist auch kalt. Wir müssen jetzt unbedingt mal dahin und uns wärmen. Und das Tor da geht von alleine auf und zu. Hier spukt es. Hier komme ich auch nicht hoch. Warum komme ich da nicht hoch? Verdammt. Naja, Sebastian, dann wärm dich mal ein wenig. Aber pass auf, dass dir nicht die Schuhe anfackeln. Eine kleine Statue. Ja, Sebastian, ich glaube, wir sollten, wenn wir hier irgendwo weiterkommen und mal einen Optiker finden, sollten wir unbedingt bei dem mal rein. Weil du brauchst eine Brille. Oder Kontaktlinsen, was dir besser gefällt. Ein Schlüssel. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich weiß, was man damit machen kann. Und zwar gibt es in der Klinik bei der super netten Krankenschwester im Hinterzimmer einige Schließfächer. Und mit diesen Schlüsseln kommen wir an diese Schließfächer. Ab und an finden wir da Munition drin, ab und an finden wir da Spritzen drin und ab und an ist da auch mal Gel drin. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, vielleicht tue ich das aber auch gerade, aber der Inhalt dieser Schließfächer richtet sich danach, wie viel Munition wir haben oder ob wir gerade viel oder wenig Gel haben. Je nachdem, was wir so brauchen, das werden wir auch bekommen. Ich glaube, das ist so, dass es so ist. Klingt doof, ist aber mal wieder so. Da liegen auch ein paar Flaschen rum.
Und wir sind nicht allein. Hey, seid ihr hier aus der Gegend? Ich habe keine Ahnung, wo... Gar nicht weiter. Automatisches Zielen. L2 halten, zielen, wenn du dich in einer bestimmten Entfernung zum Gegner befindest. Du visierst automatisch den nächsten Gegner vor dir an, solange du die Taste gedrückt hältst. Dann würde ich doch mal sagen, ich nehme hier eine Flasche auf. Und dann versuche ich auch mal die Typen irgendwie auszuschalten. Aber ich lasse das erstmal mit der Flasche. Nicht, dass der andere Typ da angeschlichen kommt. Ich werde erstmal versuchen, mir den hier zu schnappen. Gucken, ob mir das gelingt. Hoffentlich kommt der eine Typ von hinten jetzt nicht. Jawohl, den hätten wir schon mal ausgeschalten. Jetzt muss ich mir nur noch den anderen schnappen. Aber hier liegt noch was anderes rum. Ich hätte gern das andere. Nein, die Flasche möchte ich nicht haben. Ja gut, dann gib die Flasche her. Dann nehme ich eben jetzt die Patronen. Da hinten ist der andere Typ. Er kommt jetzt in unsere Richtung geschlichen. Anscheinend ist ihm kalt. Er geht in Richtung des Feuers. Vielleicht ist er auch so glatt und geht durchs Feuer. Ich weiß es nicht. Und wenn er sich wieder umdreht, versuche ich mir den zu schnappen. Ich mache das jetzt mit diesen Schleichangriffen am Anfang erstmal so, weil ich mir etwas Munition ansparen will. Mal gucken, ob wir ihn jetzt erwischen können. Oh, bitte dreh dich jetzt nicht um, bitte dreh dich nicht um. Jawohl. Damit ist der Typ auch Geschichte und ich hätte auch mal gerne hier wieder ein paar Streichhölzer. Und hier liegt eine Spritze rum. Okay, wir werden uns jetzt erstmal wieder einen Schuss setzen und die Spritze nehmen. Das solltet ihr auch immer machen. Ich habe euch in der letzten Folge den Tipp gegeben, wenn ihr immer irgendwelche Spritzen findet, hebt die gleich auf. Das ist ein echter guter Rat. Und verwendet die auch gleich. Natürlich solltet ihr das im realen Leben nicht so machen, aber in diesem Spiel hier schon. Bei mir wird Sarkasmus mal wieder groß geschrieben. Und hier können wir jetzt schon mal einen anzünden. Aber das werde ich erstmal sein lassen. Ich gucke mich erstmal um. Und was das Anzünden dieser Untoten angeht, kann ich euch echt nochmal den Tipp geben. Macht das ab und zu mal. Denn sonst stehen sie auf und machen euch das Leben zur Hölle. Man braucht es nicht immer machen, aber man sollte es schon das ein oder andere Mal machen. Was haben wir denn hier? Mal wieder ein paar Spritzen. Munition. Wie viel habe ich jetzt? 6 Schuss im Revolver und 8 in Reserve. Ach so, hier hätte ich auch durchrennen können. Naja, egal. Hier hätten wir uns jetzt nochmal im Schrank verstecken können, aber das machen wir nicht. Warum auch? Ah ja. Mal wieder eine Falle. Die entschärfen wir natürlich auch gleich. Von da hinten kamen wir und wir rennen jetzt hier einfach mal weiter. Da hinten geht es auf jeden Fall weiter. Aber was gibt es hier noch?
Anscheinend mal wieder gar nichts. Nee, hier liegt auch nichts rum. Es zieht mich an, wenn ich es nur ansehe. Ja, Sebastian, du bist ja auch im zweiten Leben eine Motte gewesen. Er und das Licht immer, ja. Es zieht ihn magisch an. Liegt hier noch was rum? Nee. Ah ja. Da hinten rennt schon mal wieder einer rum. Ich mach mal die Lampe aus. Sonst sind wir für den auf jeden Fall ein gefundenes Fressen. Hier ist auch schon mal ein Kontrollpunkt. Der Kontrollpunkt wird immer nicht ohne Grund gemacht. Manchmal sind die Kontrollpunkte auch an total unnützen Stellen. Bis jetzt hat er uns noch nicht gesehen. Es ist auch noch nicht das Augensymbol erschienen. Wenn dieses kleine Augensymbol erscheint, sagt uns das natürlich, dass sich ein Gegner in der Nähe befindet. Und wenn das Auge größer wird, sagt uns das, dass der Gegner uns entdeckt hat. Aber so weit ist es noch nicht. Guck mal, Sebastian, hier liegt auch eine Laterne rum. Aber wir haben ja eine. Hier liegt auch nichts weiter rum, oder? Nee. Eigentlich schade. Aber hier können wir auch nichts anzünden. Naja, bevor ich hier planlos durch die Gegend umherirre, versuche ich mir jetzt den Typen da hinten zu schnappen. Es sind sogar zwei. Einer von den Olympischen Spielen ist ja auch mit bei, der hat eine Fackel in der Hand. Aber den einen Typen da hinten, den versuche ich jetzt mal anzulocken. Liegt hier irgendwo eine Flasche oder sowas rum? Doch, da liegt eine Flasche. Wenn ich das ganz cool mache, dann kann ich den dahin locken. Jetzt hat er das gehört. Jetzt geht er dahin. Freut sich wie ein Schneekönig, weil da irgendjemand eine Flasche hingeworfen hat. Und dann versuchen wir uns den Typen zu schnappen. Na, geht doch. Jetzt könnte man natürlich wieder anzünden. Das lassen wir jetzt aber erstmal. Ich möchte mir die Streichhölzer ein wenig aufsparen. Denn wir werden sie sicherlich noch brauchen. Ach so. Stimmt ja. Ja, toll, Sebastian. Du kannst auch rückwärts schleichen. Hier hinten war ja noch jemand mit einer Fackel. Aber wo ist der hin? Ach, da hinten ist er. Auch dem geht mal wieder einiges durch den Kopf. Ich nehme mal die Fackel von dem. Die Fackeln hier in diesem Spiel sind ein sehr gutes Mittel. Damit könnt ihr auch ein paar Leute, sollten sie nebeneinander stehen, gleichzeitig anzünden. Natürlich ist es nur für einmal zu gebrauchen, da die Fackel auch danach verschwinden wird. Aber naja. Das ist auf jeden Fall besser wie gar nichts. Hier gibt es auch nichts mehr. Haben die Leute hier gerade ein Barbecue gehabt? Grillen die hier was?
Oder trocknet da jemand nur seine Jacke? Naja, egal. Eine Bärenfalle, da müssen wir aufpassen. Da wäre ich echt fast reingelaufen. Aber irgendwo ist hier noch einer. Ich höre doch hier wen. Ah ja. Da befindet sich jemand im Haus drin, ne? Ich gehe da jetzt mal rein und dann versuche ich den klar zu machen. Oh oh. Hat er mich jetzt schon gesehen? Nee, oder? Gott sei Dank hat er mich noch nicht gesehen. Hier liegt mal wieder eine Bärenfalle. Da ist der Typ. Ich gehe erstmal woanders hin. Denn ich war noch nicht in diesem Haus hier drin. Hier liegt auch eine Flasche rum. Ja, Sebastian, pass doch mal auf. Mach doch hier nicht so einen Krach. Läuft er einfach gegen die Flasche? Gibt's doch gar nicht. Gibt es hier vielleicht noch irgendwie was? Oh ja. Mal wieder ein paar Spritzen. Wie viel habe ich denn jetzt? 2 Stück. Und mehr kann ich auch gar nicht tragen. Dann laufe ich jetzt hier nochmal rum. Und dann gehe ich da vorne in das andere Haus rein. Da war ich, glaube ich, auch noch nicht drin, oder? Nee, ich glaube, da war ich noch nicht drin, ne? Ja, da liegt nochmal eine Flasche. Mist, Streichhölzer kann ich nicht mitnehmen, ja. Ich muss dazu sagen, unser guter Sebastian ist natürlich nicht der Stärkste. Er kann nur 5 Streichhölzer bis jetzt bei sich tragen, ja. Die Streichhölzer hier in dem Spiel, die scheinen echt schwer zu sein. Da wiegt bestimmt 1,10 Kilo von. Aber schade, das wären 3 Stück gewesen. Oh, Sebastian macht doch hier nicht so einen Krach. Aber das war's wert. Wir haben auf jeden Fall wieder Gel gefunden. Mit dem Gel können wir ja unsere Fertigkeiten verbessern, wenn wir zu der netten Krankenschwester in diese absurde Realität gehen. So würde ich das jetzt einfach mal nennen. Aber hier gibt es nichts weiter. Nee. Wahrscheinlich habe ich auch so viel Glück und latsche jetzt gleich wieder in eine Bärenfalle. Aber ich hoffe, die Entwickler werden das nicht so gemacht haben, dass sie die Dinger hier direkt im großen Gras versteckt haben. Und da hinten ist auch ein Typ. Ich entschärfe erstmal diese Bärenfalle hier. Bis jetzt hat er uns noch nicht entdeckt. Er kommt zwar in unsere Richtung, aber ich hoffe, dass er stehen bleibt. Los, dreh dich wieder um. Dann entschärfe ich noch diese Bärenfalle hier. Verstecke mich hier nochmal. Oh, das war genau gut getimt. Jetzt oder nie. Da ist auch wieder eine Bärenfalle. Jetzt muss ich das schaffen. Der ist auch Geschichte. Da würden wir jetzt auch eine Fackel bekommen, aber ich möchte noch diese Bärenfalle hier entschärfen. Dann kümmere ich mich um den einen Typ, der sich hier in dem anderen Haus befindet. Hier muss man auch wirklich aufpassen. Hier ist schon wieder so eine Falle. Immer anschleichen. Ich denke mal, ich werde im weiteren Verlauf des Spiels noch das ein oder andere Mal in so eine Falle reintreten.
Und ich merke, ich habe meine Fackel verloren. Warum habe ich jetzt meine Fackel verloren? Man kann sich natürlich auch unterm Bett verstecken. Wir können mit den Untoten natürlich auch Verstecken spielen. Das ist natürlich ein kleines, gutes Minispiel, was die Entwickler hier mit eingebaut haben. Da wollten sie sich einfach mal einen Spaß machen. Genauso gut kann man sich auch im Schrank verstecken. Gibt es hier was in dem Schrank? Ja. Da hätten wir mal wieder Gel. Das ist natürlich das Rasiergel, was Sebastian braucht. Den Rasierer haben wir noch nicht gefunden. Da hinten ist der eine Typ und der hat uns auch noch nicht entdeckt. Gott sei Dank hat er uns noch nicht entdeckt. Er kommt zwar in unsere Richtung. Aber um uns sehen zu können, braucht er wahrscheinlich ein Nachtsichtgerät. Das ist meine Chance. Jetzt laufe ich einfach mal hier lang. Hallihallo. Ich habe natürlich eine hervorragende Idee. Jetzt mache ich mir mal einen Spaß draus. Und dann warte ich einfach mal, bis der Typ hier wieder ankommt. Denn ich sehe, hier ist eine Sprengfalle. Und da kann er ja einfach reinrennen. Dadurch geht mir zwar ein Gegenstand flöten, aber das ist mir sowas von egal. Ich mache mir jetzt einfach mal den Spaß draus. Wenn der doch mal so nett wäre und sich beeilen würde und endlich mal in unsere Richtung kommen würde. Wir kommen nochmal an Land. Irgendwie kommt er nicht. Doch, jetzt kommt er. Nun komm. Oh, jetzt habe ich mich erschrocken. Ah, toll. Jetzt ist Action angesagt. Verdammt. Ja, wie glatt kann man sein, oder? Ich sag im Vorfeld, ich will den anlocken, dass der da reinrennt und ich bin so glatt und renne da rein. Muss ihm den Kopf wegschießen. Ah, bleib weg. Ja. Das war der Kopf. Verdammt, verdammt. Naja. Wann habe ich das gesagt? Ich renne nochmal in so eine Sprengfalle rein. Das ist nicht allzu lange her, kann das sein? Aber ich habe mich auch total erschrocken, ja. Das wollte ich euch nur mal gesagt haben. Also wo ich da reingerannt bin, ich habe schon echt gezuckt. Ich hätte gedacht, ich hätte noch ein bisschen Luft dahin, aber nein. Das sollte nicht so sein. Den können wir jetzt natürlich auch wieder anzünden, aber das brauchen wir nicht machen. Wenn die Untoten hier natürlich einen Kopf verloren haben, braucht er die auch nicht mehr anzünden. Die stehen auf keinen Fall mehr auf. Und wie glatt kann man sein? Ja toll, jetzt wo ich die Schnur gesehen habe, war es auch schon zu spät. Man sollte doch öfter schleichen und es ist mal wieder soweit. Ich muss mir einen Schuss setzen. Oh ja, das tut gut. Und ich schleiche jetzt hier erstmal weiter. Zweimal innerhalb von 2 Minuten in eine Sprengfalle reingelatscht. Wie blöd kann man sich anstellen? Aber jetzt habe ich hier erstmal alles abgecheckt. Zwei Typen. Da hinten hätten wir eine Kurbel, da ist ein Tor. Das kann nichts Gutes heißen, die werde ich jetzt mal abfackeln. Dachte ich es mir doch. Die wären nämlich wieder aufgestanden, aber sie stehen noch wieder auf. Ich hoffe, ihr habt doch was für mich. Jawolli. Ein wenig Gel, 2000 hätten wir schon wieder. Hier liegt noch was rum. Nochmal Gel. Und ich sollte jetzt auch mal darauf achten, ob hier ein paar Bärenfallen rumliegen. Aber es scheint nicht so. Dann werden wir jetzt erstmal die Kurbel betätigen. Das Ding ist natürlich wieder, Sebastian ist ja so ein harter Detective. Er kann natürlich nur 5 Streichhölzer mit sich tragen, aber die Kurbel kann er bedienen. Das wundert mich etwas. Aber was soll es? Das war sowas von klar, das Tor geht zu. Und wir wären an einem Kontrollpunkt. Und da ich die Folge auch nicht allzu lange machen möchte, würde ich sagen, das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr schaltet auch mal wieder rein. Bis dahin sage ich tschüss, bye bye und auf Wiedersehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann heißt es natürlich auch wieder, Let's Play The Evil Within.